Lass uns mal über Hochsensibilität sprechen. Also nicht nur in diesem Video, sondern auch in diesem Video. Was ist das aus meiner Sicht? Und warum ist es so wichtig, dass du sowohl eine Klarheit über Hochsensibilität hast, als auch deine inneren Ratgeber kennst? Was ist Hochsensibilität? Eine wundervolle Gabe. Und auf gar keinen Fall eine Krankheit oder sogar eine Behinderung. Ich weiß, dass es immer wieder irgendwie rumschwirrt, ala, ich habe die Diagnose bekommen. Es gibt keine Diagnose Hochsensibilität, sondern es tut mir leid, laut ICD-10 ist es ein Zustand. Das bedeutet, es ist keine Krankheit und damit Behinderung und demzufolge gibt es auch keine Diagnose dafür, sondern es ist einfach ein, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Wesenszug. Und ich möchte gleich darauf raus, was ganz viele antriggert, aber die, die ich meine, vollkommen glücklich macht. Schau. Wir sind alle beseelte Wesen. Ich glaube, Körper, Geist, Seele ist fast kein Diskussionsspektrum mehr wert, sondern es ist klar. Und jetzt ist meine Erkenntnis, dass es bei der Hochsensibilität schlicht um eins geht. Wir sind alle beseelte Wesen. Wir sind alle hochsensibel geboren. Und dann beginnt das Leben auf diesem Planeten. Ich kann ehrlich gesagt kaum verstehen, warum da manche oft Experten total dagegen sind, sich darauf einzulassen, dass wir alle hochsensibel sind. Ich kann es nur vermuten, weil es spricht ja irgendwie dem Experten seine Plattform ab, vermeintlich. Ich sag, mir geht's nicht um Experten, mir geht's um Menschen, mir geht's um dich. Und es geht mir in der Hinsicht um mich, dass ich sage, ich weiß ja, wie es war, als ich Hochsensibilität noch nicht gekannt habe. Ich weiß, wie es mir ging, als ich von meinem Geistführer eine Erklärung bekommen habe für Hochsensibilität. Diese. Ich weiß, dass die Unwissenheit und dann die Erkenntnis mich so viel klarer gemacht hat und so viel Frieden und Ruhe und Balance in mich reingebracht hat. Alles, was ich vorher nicht hatte, als ich noch im Unwissen und in der Unkenntnis war. Also, erstens, was soll falsch sein? Ich will ja kein System befriedigen. Und zweitens, es ist so sanft und liebevoll, dieser Ansatz, dass ich persönlich kaum verstehe, warum man sich ihm nicht öffnen und widmen möchte. Aber ich habe verstanden, dass es manche Experten so nicht sehen und für die bin ich nicht da, sondern ich bin für Menschen da und ich möchte dir das Gefühl geben, wenn du mal reinspürst, dass du damit in Frieden sein kannst. Weil hochsensible Menschen haben ja auch oft nicht nur mit sich eine Herausforderung, sondern auch mit ihrer Umwelt. Und wenn wir insgesamt in der Basis davon ausgehen, jeder Mensch ist hochsensibel geboren und dann beginnt das Leben. Und dann beginnen sozusagen die Überlebensstrategien. Und der eine, wie ich, der ist eher still, sanft, zurückgezogen und bei Stress ist er im kompletten Stillstand. Und ein anderer Mensch, der wird vielleicht eher laut und grob. Ein anderer rennt einem ständig aus der Tür raus oder aus dem Leben raus. Und we have to deal with it. Wir haben damit umzugehen. Und wir denken doch wirklich, solange man noch nicht so reflektiert ist, wenn jemand anders ist als ich, dann stimmt an dem was nicht. Oder gerade für hochsensible Menschen, wenn man eben eher auch der introvertierte Hochsensible, der Stille, der Schüchterne ist, wenn jemand
komplett auf der anderen Seite ist, nämlich eher laut, dominant, auch extrovertiert, aller hier bin ich, dann kann der nicht so sein wie ich, weil der ist ja sichtbar nicht so wie ich. Dann ist, wenn ich hochsensibel bin, der andere offensichtlich es nicht. Und das ist für mich ein unstimmiger, vermeintlich logischer Rückschluss. Für mich und mit allem, was ich bisher erlebt und erfahren habe, ist jeder Mensch hochsensibel und hat dann einfach von Geburt an seine eigene Überlebensstrategie entwickelt. Ich finde, man sieht sehr schön an Geschwisterkindern, wie unterschiedlich die sind und ganz spannend an Zwillingen, wo man sagt, naja, die müssten ja jetzt wirklich die gleiche Art haben. Nein, du wirst auch bei Zwillingen, auch bei eineiigen Zwillingen immer erleben, dass der eine der flottere zum Beispiel ist und der andere der, der mehr nachsinnt. Die sind nicht gleich. Und das zeigt doch, dass wir alle unseren Platz einnehmen nach der Geburt. Und wenn sozusagen der extrovertierte Platz schon belegt ist, dann nehmen wir halt den introvertierten und so weiter und so fort. Kann ich dich hier in dieser Kurzfassung mitnehmen, dass Hochsensibilität etwas vollkommen Normales, etwas vollkommen Gesundes ist, das, was wir als Gabe, ich möchte es wirklich so nennen, als Gabe, als Geschenk alle in uns tragen als beseelte Wesen und dass es dann darum geht, wie lernt man mit dieser Gabe umzugehen, beziehungsweise sehr oft, wie hat man es nicht gelernt, mit dieser Gabe umzugehen? Weil dieses System uns ja darauf bringt zu sagen, okay, du musst hier in dieses Raster reinpassen. Du musst idealerweise bei Geburt diese Länge, dieses Gewicht haben, dann bist du in der Norm. Da fängt es ja schon an. Ich möchte dich gerne aus der Norm rausholen und dir zeigen, dass es völlig in Ordnung ist, dass du so bist, wie du bist. Und dass du letztendlich, egal ob du hochsensibel bist, kariert oder was auch immer die Adjektive dafür sind, die uns Menschen so labeln, in deinem Leben dazu da bist, um die Herausforderungen, die dir geschenkt wurden, die du in den Seelenplan reingeschrieben hast, mit deinem freien Willen zu lösen und einfach die beste Version deiner selbst zu werden. Nicht einmal und fertig, sondern das ganze Leben hindurch. Und je mehr Frieden du mit bestimmten Worten findest, wie Hochsensibilität, umso leichter wird es dir fallen, mit deinen Gaben klarzukommen. Part Hochsensibilität wird dieses Video abgeschlossen. Als hochsensibler, sensitiver und medialer Mensch habe ich das große Glück, die Ehre, den Segen, meinen Geistführer irgendwann bewusst kennengelernt zu haben. Und neben dem, dass es da dann noch ein anderes Video zu gibt, also verschiedene im Übrigen, und die werde ich nicht alle hier in die Infos reinpacken, guck einfach durch in der Playlist und auf diesem Kanal, hat mir mein Geistführer das Konzept der inneren Ratgeber erklärt. Und das Konzept der inneren Ratgeber kam in Anführungszeichen kurz, also wahrscheinlich schon auch ein paar Jahre nach dem Aspekt, was ist denn Hochsensibilität? Aber es hat unfassbar gut gegriffen. Es hat sehr gut zusammengepasst. Nachdem ich Hochsensibilität als Begriff geschenkt bekommen habe, mich eingelesen habe, studiert, ach, im Übrigen, auch eins meiner Bücher ist der Hochsensibilität gewidmet. Und ein Videokurs gibt es auch. Habe ich wahrgenommen, okay, was kann ich denn als Mensch noch tun, um in mir klarer zu werden? Ich meine, ich habe für mich die Expertise Klarheit und die Menschen haben mich unabhängig voneinander mit dem Titel Frau Klarheit geehrt. Also, wie kann ich noch klarer werden als Mensch? Wie kann ich als Guide mich in dem Lebensgebiet auskennen? Weil wenn ich dann Menschen über Guiding, ein Buch, ein Videokurs zeige, wie sie zu sich finden, sollte ich einfach echt auch mal dort gewesen sein und mich darin auskennen. Und demzufolge war es für mich sehr spannend, das Konzept der inneren Ratgeber kennenzulernen, weil das
war für mich ein Meilenstein in der Form. Meilenstein hat meine Kundin zu mir gesagt, als ich ihr den Weg gezeigt habe, um zu erkennen und zu verstehen, warum, ich mache es jetzt mal auf, warum ich, warum wir Menschen, warum man so tickt, wie man tickt. Wir haben alle grundsätzlich die gleichen inneren Ratgeber für uns. Und wie beim Thema Hochsensibilität, wie beim Thema Geistführer. Also es gibt so viel, was dir einfach nicht von klein auf erklärt und nahegebracht wird. Kennen wir uns damit nicht aus? Das bedeutet, das ist, dass Helfer da sind, aber denen wird nicht gesagt, was sie tun sollen. In konkreter Fassung, es wird nicht die Führung übernommen, weil wenn ich gar nicht weiß, dass ich sozusagen Mitarbeiter habe, dann führe ich ja nicht, dann lebe ich so mein Leben. Aber was passiert? Vielleicht als, ich sage jetzt mal, Tierhalter und Kinderhalter wird dir das bekannt vorkommen im Sinne von, wenn du nicht führst, übernimmt die Führung jemand anders. Und demzufolge kann das manchmal ziemlich lustig oder auch blöd gehen. Und ich rede jetzt gerade von Menschen im Sinne von, was hat sich über ein Leben hinweg entwickelt? Was ist an Unsicherheiten und Überlebensstrategien, du hast das Wort gerade nicht durch Zufall gehört, entwickelt? Ohne dass ich, du, wir, Mann davon gewusst hat, dass da gerade sich etwas manifestiert, nämlich da übernimmt jemand anders die Führung. Dann nimmt zum Beispiel deine Ratio die Führung und du liegst abends im Bett und wünschst dir irgendwann mit 20, 30, 40, 50, dass du mal in Ruhe schlafen kannst, aber dein Kopf geht nicht aus. Oder du hast ständig Angst, was alles passieren könnte. Oder es ist so die Aufmerksamkeit auf dem Wunsch nach Erwartungen zu erfüllen, um dadurch zum Beispiel anerkannt zu sein in der Gruppe, in dem Familien- oder Freundeskreis präsent zu sein, gesehen zu werden. Zum Beispiel, weil man zum Geburtstag, aber auch zum banalen Grillen eingeladen wird. Und so haben wir verschiedene Ratgeber und auf den Wesentlichsten hören wir nicht. Und gerade wenn man hochsensibel ist, und du hast gerade bemerkt, jeder ist hochsensibel, haben die inneren Ratgeber mit, du wärst der erste Klient seit über 25 Jahren, wo es anders ist, haben die inneren Ratgeber, nicht alle, es gibt einen wesentlichen, ein Herzstück, haben die Haupt, also nicht, nein, falsch, haben die anderen inneren Ratgeber die Führung übernommen, weil sie sagen, macht mein Mensch was? Nö, der macht nichts, ja, dann machen wir es, ne? Und demzufolge kann ich dir, nachdem du deine inneren Ratgeber kennengelernt hast, neben dem, dass du es schon selber bemerkst, wirklich aufzeigen, was ist denn da alles in dir passiert, so peu à peu. Also es war die Unwissenheit und es war eine lange Zeit. Was meinst du, wenn da Ratgeber die Führung übernehmen und überborden, was da alles passiert? Also wenn du dich mit Gedankenkarussell und Schlafstörungen auskennst, bis hin vielleicht sogar zu Aspekten wie Burnout, Panikattacken, dann lass dir gesagt sein, Hilfe naht, weil alleine mal die Kombination von mit Hochsensibilität sich auseinanderzusetzen und Klarheit schaffen, als auch durch mich die inneren Ratgeber kennenzulernen und wirklich von mir geführt werden. Weil manche Leute denken, ja, ich habe das jetzt gehört, ah, klar, ist eigentlich so grundlogisch, auch wenn sie es nur kurz erklärt. Nee, das ist es noch nicht. Weil wenn ich dir zeige, deine inneren Ratgeber kennenzulernen, dann machen wir das über eine meditative innere Reise. Und dann stelle ich dir, dann manifestiere ich dir deine inneren Ratgeber. Und dann wirst du feststellen, dass schon währenddessen als auch danach wirklich das passiert, womit du dann deine Gaben, Fähigkeiten, Fertigkeiten zusammenbringen kannst, um gleichzeitig dabei zu wachsen, und darüber hinaus
Ich nenne es jetzt mal innere Setzkästchen. In diesem inneren Setzkästchen auch guckst, ah, da bin ich unsicher, kann raus. Okay, da kommt Selbstsicherheit rein. Da habe ich Angst, kann raus. Da kommt Vertrauen rein. Und du schaffst dir einfach wieder den Raum, den Platz, den du einnehmen möchtest, im Sinne von deine Klarheit, dein Vertrauen ins Leben, deinen dann auch folglich Sinn erkennen, wie. Was ist denn meine Berufung? Was ruft mich denn? Oder wie finde ich denn meine erfüllende Partnerschaft als zwei Aspekte, die den Menschen immer sehr wichtig sind, was ich absolut nachvollziehen kann und sagen kann, ja, es macht einen Unterschied, wenn man das gefunden hat. Es ist wirklich schön und leicht. Und Weiterentwicklung bleibt ja weiterhin bestehen. Das endet ja nicht in deinem Leben, sondern es geht weiter. Doch mit den Aspekten Hochsensibilität und innere Ratgeber kannst du es zusammenfügen. Und dabei möchte ich dir sehr gerne helfen. Und du liest in der Beschreibung ein paar Links, vor allen Dingen aber fühle rein, ob das, was ich gesagt habe, sowohl in dir andockt, als auch inwieweit es dir dann eben so bekannt vorkommt, dass du sagst, ich würde es gerne lösen und ich würde gerne mein inneres Setzkästchen aufräumen.